friend. Wait a minute, what I say I gotta do again? Minute to minute, I feel like I'm in the movie Momentum, but I don't have. Hey, ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Ender Games. Wir spielen auf der Map Plains, soweit ich weiß. Und tut mir leid, dass in dieser Folge und wahrscheinlich auch in den paar nächsten Folgen meine Stimme so ein bisschen verranzt ist. In den letzten Tagen nehme ich wirklich sehr viel auf und sehr intensiv und da kann das schon ein bisschen aufs Gemüt schlagen. Perfekt, wir haben gleich gute Sachen bekommen. Wir spielen natürlich mit dem Kit Teleporter, was auch sonst. Ich meine, ist hier mein Lieblingskit auf jeden Fall. Und ja, ihr habt euch bestimmt schon gewundert, hui, jetzt kommt plötzlich wieder PvP. Leute, ich war immer schon ein YouTuber, der beides gemacht hat. Und die einen Leute können sich natürlich das hier anschauen oder beides. Und die anderen Leute schauen sich halt dann gerne Leben an. Ich werde versuchen, irgendwie so vielleicht jeden zweiten Tag ein PvP-Video noch zu bringen und jeden Tag Leben. Also das heißt, jeden zweiten Tag kommen zwei Videos. Es geht sich auf jeden Fall aus, nur in letzter Zeit war einfach stressig, ich habe mich erst mein Leben eingewöhnen müssen und das war natürlich alles so ein bisschen chaotisch, sage ich mal. So machen wir jetzt sofort ein Dia-Schwert, wenn wir Glück haben, so können wir es auch sofort enchanten, Schärfe, perfekt. Dann haben wir hier einen schönen Bogen und dann holen wir uns gleich wieder die Werkbank, so. Was ich auf jeden Fall sagen muss, ist, dass das jetzt nicht mein erster Versuch ist. Ich habe wirklich sehr, 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 sehr viele Aufnahmeversuche jetzt schon hinter mir, weil es einfach teilweise unmöglich ist, so zu spielen und es braucht dich hier nur einer zu kennen und dann kennen dich plötzlich alle, wenn du da irgendwas schreibst oder so. Deswegen halte ich mich jetzt komplett vom Chat fern. Das ist aber nicht so gut, wenn du das machst, mein Lieber. So, der ist down. Übrigens heute ohne Facecam, weil in meinem Zimmer ist es so dunkel und ihr würdet nichts sehen. Und ja, ich habe ein Licht in meinem Zimmer, aber das ist einfach zu dunkel dafür. So, gleich mal gucken. 65 Spieler ist der nächste. 65 Blöcke ist der nächste Spieler entfernt. Mal gucken, ob wir uns den schnappen können. Er hat einen Goldapfel gegessen. Oh, wir wurden geportet. Und Achtung, ich bugge. Hilfe. Ich bugge, okay. In letzter Zeit bugge ich sehr oft rum. Was ist denn hier los bei mir? So, zack, dann haben wir hier noch was zu essen. Und dann gleich auf zu zum nächsten. Nein, er wurde geportet. Okay, der ist tot. Ich hätte aber lieber gern die Ausrüstung vom anderen Spieler gehabt. Das wäre mir lieber gewesen. Aber wir können uns einen Eisenhelm machen. Das ist schon sehr fresh. So, zack, einen Eisenhelm. Dann sind wir auch schon gar nicht mehr so schlecht ausgerüstet. Guten Bogen haben wir. ich merke selber immer, wie meine Stimme verkackt. Es tut mir echt leid. Es ist halt einfach so, die wird halt mit der Zeit ein bisschen angeschlagen, wenn man sehr oft spricht. Und vor allem jetzt, wo ich immer die ganze Zeit versuche, hier viel aufzunehmen. In Survival, also hier in Ender Games, sage ich mal so, ist es noch am mildesten. Wir sind natürlich Teleporter, deswegen passiert uns hier nichts. 24 Blöcke ist der nächste entfernt. Hier unten. Oh, das tut mir aber leid. Okay. Erstmal mit dem Bogen ein bisschen bombardieren und dann mit der Enderperle. Okay, er versteckt sich hier unten. Das ist natürlich nicht so toll. Wir könnten aber ins Wasser hüpfen und ihn dann von unten noch snacken. So machen wir das jetzt auch. Oh lol, wo ist er denn hingegangen? Okay, er geht auf Wandertour. Das finde ich ja sehr nett. Aber ich töte dich. So. Perfekt. Haben wir irgendwas, was wir hier brauchen? Nein, das brauchen wir nicht, aber das könnten wir gut gebrauchen. Und was hat er hier? Nur ein Holzschwert. Okay, schade. So, perfekt. 136 Blöcke. Ich bin Teleporter. Ich brauche Gegner, die schnell in meiner Nähe sind. Sonst hat das Ganze ja überhaupt keinen Effekt. Egal, dann, wenn er so weit weg ist, dann können wir uns hier erstmal ein bisschen Ausrüstung craften. Zack. Und für die Spieler, die sich jetzt wundern, warum PvP kommt und kein Leben. Leben kommt heute noch, nur noch ganz, ganz spät. Bleibt nicht wach, wenn ihr nicht wollt. Ihr könnt euch das Video gerne morgen anschauen. Ich werde euch einige neue Dinge zeigen in dieser Folge. Was ich alles noch so gestern gebaut habe. Und seid auf jeden Fall sehr gespannt. So, 79 Blöcke ist der nächste Gegner entfernt.
Puh, ich bin gerade echt ein bisschen nervös, weil ich einfach hoffe, dass es klappt hier. Ich hoffe einfach, dass es klappt. Okay, mein Regenerationstrank. Wäre natürlich jetzt Bombe, wenn ich mit ihm geportet werde, weil dann bin ich ja unverwundbar. Oh, 66 Blöcke ist jemand entfernt. Dann sofort mit einer Enderperle hin. Oh, perfekt. Ich liebe das Kit. Ich liebe das Kit Teleporter, Leute. Ich liebe es. Ist einfach nur so schön. Okay. 35 Blöcke davon ist der nächste. Okay, ich trinke den Trank der Regeneration so. Und dann könnten wir eigentlich auch schon auf ihn drauf gehen. So, er ist down. Wir löschen uns. Perfekt. Zack, zack. Und dann holen wir uns hier, würde ich sagen, noch die Diamanten, oder Leute? Holen wir uns hier noch ganz schön die Diamanten. Ganz okay, die Diamanten haben wir. Und da vorne hatte der auch noch ein bisschen besseres Zeug. Der hatte zumindest einen Brustpanzer für uns, soweit ich noch weiß. Oh, die Heiltränke auf jeden Fall. Und die Brust. Die hätte ich auch ganz gerne. Ich möchte die Brust haben, Leute. Die Brust. Die Diamantschuhe habe ich schon. Okay, perfekt. Sonst hatte der nichts Gutes. Gut, dann können wir ja gleich wieder weggehen hier. Und wie viele Spieler leben noch? 3, okay. Dann haben wir hier noch unseren Heiltrank. Können wir noch irgendwas... Ja, genau, einen Helm könnten wir noch machen. Einen Diamanthelm beim nächsten Port dann. Packe ich schon mal... Oh, ich habe keine Werkbank mehr. Oh nee, ich habe das Holz weggeschmissen. Okay, dann müssen wir uns hier jetzt ganz schnell Holz holen, damit wir schon mal vorbereitet sind für den nächsten Port. Los! Zack. Eine Werkbank. Perfekt. Jetzt sind wir schon mal sehr gut vorbereitet. Ich hoffe, ihr könnt das Ganze hier mal ertragen heute. Wenn es euch gefällt, dann könnt ihr gerne einen Daumen da lassen. Aber wie ihr seht, ich bin echt ein bisschen... Ich sollte mich eigentlich mal ein bisschen schonen. Auch wenn viele vielleicht glauben, das ist hier kein nichts Besonderes, hier was aufzunehmen. Aber Leute, es ist, kostet teilweise echt sehr viel Nerven. Und das ist halt manchmal dann nicht, sagen wir mal, so gut. Habe ich Äpfel? Nein, Äpfel habe ich leider nicht. Und das wird jetzt wahrscheinlich auch keiner sofort droppen. Weil dann könnte ich mir nämlich einen Goldapfel machen. Das habe ich aber leider nicht. Wir sind im Finale. Hole ich mir hier mal das gebratene Fleisch. So, aber wir könnten was verzaubern. Das heißt, ich brauche jetzt erstmal einen Verzauberungstisch. Da oben habe ich auch schon einen gesichtet. Aber das ist mir zu weit weg. So, erstmal was eaten hier. Gehen wir mal Richtung Gegner. Die packen wir hier hin. Wir sind eigentlich ganz gut ausgerüstet. Ich denke, dass wir ganz gute Chancen gegen ihn haben. Aber leider wurden wir jetzt geportet. Und das heißt, wir treffen gleich aufeinander. Das ist dann eventuell nicht so super. Das heißt, mein Teleporter-Effekt hat somit auch nicht sehr viel Nutzen. Wie hast du es geschafft, in Leben zu kommen? Habe ich in der letzten Folge beantwortet. Und das werde ich bestimmt nicht im Spiel beantworten, mein Lieber. Aber wenn du meine letzte Folge anguckst, dann habe ich es da beantwortet. Meine letzte Lebenfolge. Weil mich das immer noch ganz, ganz viele Leute fragen. Obwohl ich schon 1000 Mal beantwortet habe. Oh, GG. Das war nochmal ganz schön spannend hier. Erstmal schnell heilen. Und dann ziehe ich mich nackig aus. Letzte Folge. Hab's beantwortet. So. Ich wurde nämlich von Simon eingeladen. Für alle, die es noch immer nicht wissen. Aber in der Zukunft werde ich die Fragen einfach ignorieren. Weil das ist mir schon alles ein bisschen zu viel, Leute. Ich bin echt in letzter Zeit... Mir geht's... Ich merke selber, dass es mir körperlich nicht so gut geht. Und ich möchte euch halt trotzdem gute Videos liefern. Mit Qualität, aber... Ich bin derzeit so ein bisschen gestresst, deswegen war ich heute auch in der Aufnahme nicht so locker und eher mehr gestresst. Egal, Leute, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, wir sehen uns dann heute später noch bei einer Folge Minecraft Leben. Und sonst sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut, haut rein und ciao.